Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, keine Ahnung. Ich nehme am Wochenende auf, deswegen nehme ich am Vormittag auf. Jetzt werde ich nicht einschlafen, so wie beim letzten Mal. Das ist vielleicht eh gut so, weil derzeit haben wir ein relativ schönes Problem bei uns in Stellaris. Die Klacknackbrack haben nämlich ein großes Energieproblem. Wir produzieren derzeit minus 8 Energie, was dazu führt, dass wir weniger Einkommen haben. Ich habe jetzt schon unseren Nachbarn gebeten, dass sie uns ein wenig Energie schnorren. Die waren aber ziemlich arg. Die wollten nämlich nicht nur, die haben es uns nicht geschenkt, sondern die wollten auch was dafür. Jetzt habe ich ihnen einen relativ guten Deal gemacht. Also die wissen jetzt, wo wir sind und die können unsere Daten lesen. Gut, vielleicht macht sie das aber auch glücklicher uns gegenüber. Ich will sowieso nicht mit denen Krieg führen. Aber ihr wisst ja, ich bin kein großer Kriegführer, was Strategiespiele betrifft. Ich bin da meistens mehr so der Diplomatische. Außerdem sind die da gegenüber militaristisch und das ist etwas, was ich auch nicht unbedingt mag. So, wir haben irgendein System fertig. Irim 2. Naja, soll sein. Wo ist denn das überhaupt da? Im Süden. Wir werden dann die nächsten werden wir in Richtung Süden machen. Da gibt es Moskiter. In dem System haben wir. Ah, das ist aber ein wirklich schlechtes System. Wir könnten das da. Ah, wobei die können wir schon auseinandernehmen. Die können wir schon wegtun. Diese gelben. Da haben wir schon eine Forschung, damit wir das überkommen. Overcomen können. Da hätten wir da oben auch Energie. Immerhin. Wir brauchen sowas von viel Energie. Das ist unglaublich. Wir könnten da unsere Basis herbauen. Da hätten wir zwar dieses Gebiet dann nicht verstärkt. Das wäre ein bisschen doof. Und das da hat gar nichts drinnen, aber da gibt es viele, die gar nichts drinnen haben. Diese drei da, vier sogar. Na gut, den Vulkan, ich weiß nicht, ob wir den jemals bewirtschaften können, aber gut, soll sein. Ist schwer zum Sagen. Gehen wir nochmal zurück. Achso, Entschuldigung. Falsche Taste. Gehen wir nochmal zurück, da gibt es noch einen gelben auch. Den können wir wahrscheinlich auch besiedeln. Wow, der hat vier Society Research. Das ist ja cool. Das wäre ein. Was ist denn das für einer? Ein ozeanische Welt. Ja, aber das können wir noch alles nicht. Und der ist eigentlich auch nicht wirklich besser. Der ist zwar größer. Insgesamt würden wir hier mehr Leute reinkriegen, aber. Wir können, die haben da vier Vulkane rumstehen. Ich weiß nicht genau, wann wir die Vulkane wegtun können. Das Kelp, das Toxic Kelp, das haben wir schon zum Erforschen gekriegt. Irgendwann einmal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Dangerous Wildlife uns so lange aufhalten kann. Ich meine, wir sind eine weltraumfahrende Nation. Wir haben Raumschiffe und Laserkanonen und was weiß nicht, was alles. Und da kommen irgendwelche Viecher und halten uns auf, dieses Gebiet zu. Naja, Soll sein. Na okay, das ist auch nicht wirklich ideal. Dann gibt es noch zwei rote, die will ich eigentlich nicht besiedeln. Hey, aber da haben wir noch einen, sehe ich gerade. Dim. Ah, aber den haben wir noch nicht erforscht. Gut. Schauen wir mal, wie das da ist. Vielleicht ist Dim ja besser. Vielleicht machen wir dann auf Dim den nächsten. Na gut, also. Machen wir Pause aus und hoffen wir, dass die das Angebot annehmen. Unsere Nachbarn. Bitte, 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 Nachbarn. Bitte. Fex Klangerpakt. Seid lieb zu uns. Wir sind ganz, ganz lieb zu euch. Wir versuchen es zumindest. Ist das eigentlich? Anomaly found. Eine Anomalie haben wir gefunden.
Und zwar wer? Der erste oder der zweite? Machen wir mal Pause. A large amount of ship debris can be found. 15% Risk. Das könnten wir eigentlich machen. Researchen wir das. Ich glaube, das ist unser erster. Kann das sein? Ich meine, wir haben beide 15%. Ja, das ist unser erster. Der ist eh schon fast auf Level 5. Researchen wir das. Vielleicht kriegt er auch noch genügend Erfahrung, dass er schon Level 5 wird, weil das ist super. Wir haben da unten diese Level 5 Anomalien, da, wo wir nur forschen. Haben wir... Habe ich das gemacht in der... Nachdem ich mit euch gesprochen habe? Habe ich denen das Angebot schon gemacht? Kann man das sehen, ob man ihnen ein Angebot gemacht hat? Offer Trade Deal. Ich habe ihnen das angeboten und ich wollte... Achso. Und ich wollte Energy. Wow, man fliegt eben überhaupt nichts her. Wahnsinn. 83 nur kriegen wir für das, was wir ihnen anbieten. Nicht gut. Konfirmen wir das. Wir würden gerne einen Research Pact mit euch haben, aber wir sind auf Minus. Vielleicht werden sie durch dieses Angebot ja positiv gestimmt. Yay, sie nehmen es an. 10 Jahre lang kriegen sie jetzt unsere Active Sensor Links. Eigentlich ein ziemlich blöder Deal von uns. Na gut, aber dadurch machen wir da mehr Produktion hier. Das ist wichtig. Außerdem, wie schon gesagt, vielleicht macht sie das glücklich, wenn wir Handel treiben. Komm schon, Klacksnacksprack. Ah, warte mal. Intriguing. There is clear evidence that a massive space battle took place in this orbit. Warte jetzt mal. Pause. Ich muss nämlich schauen, ob ich... Ich habe letztens noch 2 Minuten weitergespielt. Aber ich habe abgespeichert, nachdem ich abgedreht habe. Habe dann 2 Minuten weitergespielt. Nicht, dass ich da irgendwas gemacht habe, sondern ich jetzt glaube, dass ich es gemacht habe. Und in Wirklichkeit war das aber nach dem Speichern. There is, genauso wie dieses Handelsangebot. There is clear evidence that a massive space battle took place in close orbit of Obetelus 3. At some point in the last 5000 years, the surface on one bla 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 bla. Ah, das hatten wir schon mal. Und das hat uns einen Haufen Forschungspunkte gebracht. Das ist sehr gut. Situation log updated. Research Project. Yes. Und ich glaube, da gibt es gar kein Failure mehr. Das ist einfach nur, da fahren wir jetzt hin und graben alles aus, was wir so finden. Es dauert halt eine Weile. Gut. So, außerdem wollte ich schauen, diese Dinger da haben jetzt einen Spaceport. Ja genau, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich bin ein Idiot. Das habe ich tatsächlich in der Pause gemacht. Wir können dann nämlich dieses Solar Panel Network spawnen. Die bringen 3 Energie. Das sind immerhin 6 Energie. Das ist schon die Hälfte von dem, was wir da brauchen. Außerdem werden wir schauen, dass wir da mehr Energie produzieren. Wieso wandert der ab? Wieso nicht? Also von dem wandern ist migrating to Raptor
Tappertapp in 18 Monaten. Ja, ist vielleicht die besser so. Dort gibt es noch Energiequellen, die wir anzapfen können. Rapptappertapp. Yay. 4 Energie. Das werden wir dann als nächstes da machen, glaube ich. Ah, und da können wir schon... Genau, das können wir ja wegtun. Das ist gut, das machen wir gleich. Dann machen wir auf jeden Fall mal das weg. Oh. Nein, können wir nicht. Wir brauchen Energie dafür. Bist du wahnsinnig? Das ist ja schrecklich. Wir werden hier nie wegkriegen, das Zeug. Woher nehmen wir die Energie, wenn nicht stehlen? Hm, wir könnten sie stehlen. Hast du schon ein Dings? Hast du schon ein... Ja, hast du schon. Mist. Ich will kein neues Colony-Ship bauen, weil das zerstört uns den... Das kostet 8 Energie, so ein Colony-Ship. Ah, bist du wahnsinnig. Kolonialisieren ist ja schrecklich. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum wir da minus 11 haben. Weil die ganzen Stationen an Haufen kosten. Was hast du geschafft? Power Hub 1. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Das klingt nach, wir kriegen mehr Power. Energy Storage Capacity plus 1000. New Research. Was können wir da forschen? Gibt's, mehr Energy Storage Zeug. Ich will mehr Energy Storage Zeug. Oder, was macht Lituric Gas? Shield Hit Points plus 15%. Ist mir egal. Wir haben noch nicht einmal Schilde, soweit ich weiß. Synchronized Defenses. Macht unsere Schiffe stärker. Wie schon gesagt, ich bin ein sehr friedlicher Spieler. Ich weiß nicht genau, was mir das bringen soll, meine Schiffe stärker zu machen. Ja, wir machen das. Wir brauchen mehr Energie. Pfeif auf die Schiffstärke. Wir werden schon keinen Krieg führen. Hoffentlich. Betarian Power Plant. Produces 8 Power. Bist du deppert? Das ist gut. Ich will das, ich will das, ich will das. Jetzt, am besten gleich. Mhm. Sehr gut, mein Forscher schaut sich den Battle Mount, den Graveyard, den Schiffsgraveyard an. Und mit dir, du bist in Dim. Wie schaut es in Dim aus? Viel haben wir da aber jetzt noch nicht gefunden in Dim. Aber immerhin haben wir uns das da angeschaut. Oh ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Ich meine, es ist nicht so großartig. Ist jetzt nicht so großartig, aber wenn wir da zum Beispiel unsere Dings machen, unsere Station machen, dann produzieren wir hier schon Energie. Da haben wir nochmal 2 und 2 Energie. Das ist interessant, worauf ich schaue. Sonst haben wir da aber nicht viel. Wir haben genau... Achso, nein, Blödsinn. Da haben wir schon noch ein paar Mineralien auch. Und das ist ein wirklich großer Planet. Ja, den werden wir als nächstes besiedeln. Auf jeden Fall, wenn wir einen besiedeln. Das können wir uns eh nie mehr leisten. Wow, wir haben 4. Wir haben ein Plus. Wir sind so großartig. Wie kommt das? Wie kommt es jetzt dazu, dass wir plötzlich ein Plus haben? Aber wahrscheinlich ist der in Rapptappertapp fertig geworden. Nein, doch nicht. Der ist noch gar nicht fertig. Der? Ah, der ist fertig geworden, deshalb. Da bauen wir uns den nächsten daher. Vielleicht solltest du hierher gehen und wir machen da eine Basic Mine. Ah, okay, das können wir erst nachher machen. Eine Basic Mine. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ein Flatwagdam. Okay, das ist die Energie, die wir jetzt gerade gewinnen, gleich wieder aus. So, und wie ist das bei dir? Du hast dann bald die Energie hier. Was machen wir dann als nächstes? Sollten wir auch da mal Minen
uns anschauen. Nein, mehr Energie, damit wir das ganze Zeug da wegräumen können. Wir brauchen mehr Energie noch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir gleich. Der Team under Science Officer Xaspek Umlatika has finished the expedition on Opetelus 3 and returned to the KKK Hulkrab Lobal. Thankfully, the Starship Graveyard on the surface proved to be a technological treasure trove. Das hatten wir schon. Yay, wir haben 200 XPs gekriegt und 245 Forschungspunkte. Bist du wahnsinnig? Das ist nicht schlecht. Damit ist unser Forscher Level 5. Yay, Level 5. Damit können wir jetzt mit ihm Sachen machen. Ach so, das ist der falsche. Und das machen wir noch fertig. Das System. Aber dann Special Project. Genau, aber dann schauen wir uns diese Special Projects an. Weil jetzt ist er Level 5 und das muss einfach was Cooles sein. Das heißt, wir machen da den Survey. Ah. Meine Güte, die Steuerung ist ein bisschen mühsam. Also den macht er eh schon. Ich Idiot. Und dann das Research Project. Machst du das? Das Survey. Ach Gott, ich bin so dumm, ich drücke immer das Falsche. So, du machst mal. Ich jetzt? Survey System und dann Steuerung Research. Der macht jetzt sicher nicht das System Survey. Ist mir wurscht. Hey! Atmospheric readings from DIM 8 do not match simulated projections. Das ist ein Level 2 Ding. Wir haben einen 5% Failure Risk. Ne, das machen wir doch glatt. Researchen wir. Ja, ich wusste, sie hat es nicht angeschaut, fertig. Dieser Idiot. Naja, gut. Immense wrecked planes of shadow drift across Dim 8's face. They are cast not by clouds, but by sheets of organic material drifting through the upper layers of the atmosphere, hinged or rather jointed, to allow for a small degree of articulation. Science officer Kritik-Ptika is as yet unwilling to say whether these things are flora or fauna, or what possible purpose, if any, their elaborate shadow casting might serve. Wow. Adds the Shadow Play Modifier to Dim 8. Plus 6 Social Science. Bist du wahnsinnig schon eine? Deswegen sollte man auch Dim die nächste Kolonie bauen. Construction Ship. Du bist jetzt ein. Vielleicht kann ich dir jetzt auch ein paar Aufgaben geben noch einmal. Können wir da eigentlich abbauen? Ist das möglich? Kannst du da eine Mining Station bauen? Ja, kannst du.
Na schauen. System Survey complete. Sehr gut. Und am Schluss hat sich das doch noch ausgezahlt. Team 8 war ein voller Gewinn. 3 Mineralien und 6 Social Science Zeug. Nicht schlecht. So, wie schaut's bei euch aus in Eriga? Ihr forscht's brav vor euch hin. Construction complete. Mhm. Was haben wir dort? Oh, eine Mine haben wir gebaut, passt. Yay, plus 5. Hurra. Wir machen Gewinn, was die Energie betrifft. Gott sei Dank. Ha, wir sollten jetzt diese Strategic Resource sehen. Ich habe das Spiel noch nie wirklich so lange gespielt. Also, sehr lange habe ich es bis jetzt noch nicht gespielt, dass ich solche Strategic Resources erforscht habe. Bis jetzt habe ich die immer ignoriert irgendwie. Mal schauen, ob ich die sehen kann. Schauen wir mal, was gibt es denn dann noch? Wir könnten Roboter erforschen. Ich weiß nicht genau, ob das viel Sinn macht irgendwie. Es schaut cool aus, Roboter, aber ich weiß nicht. Explosion Damage ist mir wurscht. Afterburners. Nanocomposite Armor. Wir könnten natürlich eins von denen da machen, von denen wir schon eine Forschung haben. Coil Guns. Are more powerful versions of early mass drivers. Using electromagnetic, bla bla bla. Missile Defense und Nuclear Missiles. Aber wir haben sowieso ganz überall. Vielleicht sollten wir auf die Missiles überhaupt verzichten. Pfeif auf das, auf die Forschung mit den Missiles. Und gleich da in die Richtung gehen. Oder ein Roboter. Oder das da. Explosive Weapon Damage. Das ist eigentlich auch nur für Missiles, oder? Sind ganz Explosive Weapons? Can be used for powerful explosives. Also das könnten wir dann für. Da würden unsere Missile-Schaden stärker werden. Machen wir Coil Guns. Und die Roboter dann das nächste Mal. So, haben wir da noch irgendetwas? Nein, falsch. Haben wir da noch irgendetwas zum Erforschen? Boah, wir sind schon fast durch. Da noch irgendwas zum Erforschen derzeit? Die Mineral Riches, aber zu denen kommen wir nachher schon noch. Wenn ich mit dem Science Ship hier fertig bin, dann gibt es noch ein zweites Gebiet auch, das wir mit ihm erforschen können. Boah, das wäre super. Können die Irassianer finden oder einiges herausfinden oder was weiß nicht, was tun damit. Die sind so großartig. Außerdem, wir sollten das tun, bevor unsere Wissenschaftler an Altersschwäche sterben. Das weiß ich nicht, wie bald das passieren wird. Aber es kann durchaus passieren. Special project complete. Yeah. We have recovered the remnants of several research logs from the debris field above Eriga 3A. The final entries are all focused on finding a cure for the Javorian Pox. Ja, genau, das wissen wir ja schon über die Irassianer. Die sind ausgerottet worden durch die Javorianischen Pocken. That was sweeping across the Irassian Concordat. Das müsste ein riesiges Reich gewesen sein, die Irassianer. Tja, and they grow increasingly desperate as the situation worsened. Da gibt es in Babylon 5 mal eine Folge, die ist ziemlich org. Da geht es auch da, um ein Volk, die Paklet, nein. Ich glaube, oh ja, vielleicht waren es doch die Paklet. Waren nicht die Pakmara, die Pakmara sind diese Aasfresser. Um,
keine Ahnung, wie die geheißen haben. Auf jeden Fall, die werden auch ausgerottet durch eine Seuche. Und im Gegensatz zu Star Trek schaffen es die Wissenschaftler nicht in Time alle zu retten. Das ist nämlich ganz lustig. Sie finden nämlich tatsächlich eine Heilung. Da ist es aber dann schon zu spät. Da sind schon alle tot. Eigentlich tragisch. Das ist wirklich grausam. Bei Star Trek schaffen sie es immer. So, the last entry reveals that the pox had spread in an uncontrolled fashion on the space station itself. An attachment details all of their failed attempts to produce a cure in the vain hope that the data would be useful to future generations of Irasian scientists. Es gibt keine irasianischen Scientists mehr. Aber wir sind jetzt da. Wir werden ihren Platz einnehmen und auch sterben. Plus one Irasian Artifacts recovered. Na, immerhin, wir haben das erste Artifact recovered. Und wir haben Engineering Research gained 82. Naja, ich weiß nicht, der Graveyard war besser. Aber gut, was soll's sein? Besser als nichts. Stopp, Pause, Pause, Pause. Du Science Ship. Wirst jetzt. Da gibt es nämlich noch diesen hier, den Listening Point, der ist auch von den Irasianern. Du wirst jetzt dorthin fliegen. Ist das auch das erste von diesen Asteroiden-Dingern? Weil für die Asteroiden müssen wir ja auch irgendwas erforschen, oder? Bla 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 bla. Na gut. Ha! In dieser Aufzeichnung möchte ich das noch schaffen. Oh, noch eine Anomalie. Jetzt natürlich wieder andere. Meine zwei Wissenschaftler sind ein Wahnsinn. Die sind so super. We have detected life signs coming from somewhere beneath the barren and lifeless surface of this planet. What manner of organism could possibly live there? Eine gute Frage. Erforsche es. Media. Mhm. Boah, Team ist wirklich cool. Da kommt das nächste Schiffernakel hin. Wobei, ich glaube, da müssen wir sogar noch einen Outpost dazwischen machen. Oder wir bauen tatsächlich dann hier auch noch eine Kolonie hin. Ansonsten sind die Reiche da nicht verbunden. Und da gibt es Dockern mit 10 Mineralien. Aber viel Energie ist da auch nicht in der Gegend. Da Irim hat noch relativ viel Energie. Aber ansonsten ist das eher lächerlich, was die Energie betrifft. So, schauen wir mal noch unsere Planeten an, ob wir irgendetwas verbessern können. Haben die alle irgendwas drauf? Mhm, haben alle was. Das heißt, du musst mir da jetzt mal ein Basic Science Lab rein. Rap-tap-a-tap. Wow, genau. Ich überlege gerade, Planet Summary, wir haben plus 1 Essen. Nein, der nächste muss Essen machen. Das können wir nicht vermeiden. Das heißt, wir bauen da eine hydroponische Farm mal her. Ansonsten können wir da nichts weiter machen. Und dann werden wir als nächstes das da versuchen loszuwerden. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Energie. Also ich weiß nicht, bis jetzt, die paar Spiele, die ich gespielt habe, waren eigentlich immer die Mineralien das Problem und nie die Energie. Aber es hängt wahrscheinlich davon ab, wo man startet und wie die Planeten rundherum sind. Und es ist halt unterschiedlich, sagen wir es mal so. So, da haben wir Mineralien, bauen wir schon ab, dann bald. Ja, da werden wir wahrscheinlich am langsamsten wachsen, ist eh klar, weil das ist dieser
Ozeanplanet und Ozeanplaneten sind jetzt nicht unbedingt perfekt für uns geeignet, nachdem wir Dschungel suchen. Na gut, soll sein. Gut, wie schon gesagt, eigentlich wollte ich das fertig machen noch, aber ich glaube, die 30 Minuten sind um. Wir sollten Schluss machen, weil bis der die Forschung fertig hatte, der ist ja noch nicht einmal in Kauri angekommen. Vergeht noch eine halbe Ewigkeit. Silicon Lifeforms. Some kind of... Ah, das ist das, was der andere da unten gefunden hat. Some kind of burrowing silicon lifeforms, based lifeforms, inhabits a vast network of tunnels beneath the barren surface of Media 2. As best as we can tell, the creatures feed off rock, and there is evidence to suggest that they possess a rudimentary form of intelligence. Na schauen, their tunneling efforts have shuffled large amounts of valuable minerals to the surface. Intriguing. Na schauen, noch mehr Mineralien. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle, wie schon gesagt, machen wir eine Pause. Ich drehe jetzt ab, ich werde dann wahrscheinlich gleich die nächste auch noch aufnehmen. Und ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis dann.